Der Sklavenhändler mit den beiden Aliens. Und damit herzlich willkommen zurück zu We Are Screwed. Ja, es gab das jetzt eine lange Zeit nicht mehr. Bei den beiden gab es leichte Komplikationen, weswegen wir nicht machen konnten. Zum Beispiel hat der eine seinen Schuh gesucht, der gerade am Fenster vorbeiflug. Ja. Beim letzten Mal hatten wir hier die Anomalie, also die organische Anomalie hier besucht. Wir haben noch zwei Maps vor uns, dann ist vorerst erstmal bis zum nächsten Update eine Pause. Die haben mittlerweile eine Roadmap hinzugefügt, wenn ich nicht vergesse, blende ich sie hier ein. Also Stage 3, wir sind momentan bei Stage 2, ist noch in Arbeit, das kommt demnächst. Wir sollten uns eventuell vorher noch irgendeine explosive Waffe mitnehmen, bevor wir da hingehen. Das ist eine gute Idee. Ich würde mal sagen, wir verbessern auf jeden Fall erstmal kurz noch unsere Waffen mit dem, was wir hier haben. Ja, das kannst du auch verbessern, wenn du willst. Haben noch das, den Käse. So, wir müssen uns auf eine Waffe einigen, die wir mitnehmen. Wir wollten auf jeden Fall dieses explosive Hamsterrad, glaube ich, einmal ausprobieren, oder? Ich weiß es nicht mehr, es ist zu lange her. Wie drückt ihr nochmal, Tasten? Die haben auch eine neue Waffe übrigens hinzugefügt, über das letzte Update. Ach guck mal, die haben das explosive Hamsterrad rausgepatcht. Kann es sein, dass wir keine explosive Waffe zur Verfügung hätten? Da, warte, Explosivschrotflinte. Ja. Ist halt das einzige Explosive, was wir gerade zur Verfügung haben. So, dann würde ich sagen, nehmen wir auf jeden Fall noch den Laserstrahl mit hier. Also der Laserstrahl, der ist Pflicht, ey. Wir können doch auch die Sachen nehmen, die wir schon freigeschaltet haben, oder? Nee, man kann sich nur einmal verbessern. Guck, ich drück die Taste, man kann es nicht nochmal mitnehmen. Ach so. Also auch für die Zuschauer nochmal. Nicht anmerken, wenn wir hier nicht... Beispielsweise, wenn wir schon gemerkt haben, diese Waffe funktioniert richtig gut, dass wir die nicht nochmal mitnehmen. Wenn man die einmal freigeschaltet hat über das Teil hier, dann kann man sie nicht nochmal mitnehmen. Man kann sie dann nur finden, aber nicht nochmal mitnehmen. Wir nehmen heute die... neue hier, die Expedition Terra Nova 1, das Raumschiff, was wir letztes Mal freigeschaltet haben. Das hatte 6 Steckplätze. 5. Nein, 6. Guck dir das Raumschiff an. Da steht 5 Stationen. Da steht 5, aber guck mal, die Bilder zeigen 6. Wir werden es ja sehen. 5 oder 6, Hauptsache wir haben Steckplatz mehr. Ich finde, die Steckplätze sind doch auch am meisten wert. Ja. So. Auf jeden Fall. Und vor allen Dingen hier haben wir den Vorteil, wir können uns nicht gegenseitig behindern. Ich schmeiß einfach mal direkt die Lasergeschütze weg. Die braucht kein Schwein. Wieso haben wir dafür Käse erhalten? So, ihr seid an euren Dingern dran. Ich setze mich an mein Steuerrad und let's go. Heute wird es keine Komplikationen geben. Habe ich gehört. Sagte er jetzt. Berühmte letzte Worte. So, die organische Anomalie. Infestation Restaurant. Oh, wir sind im Restaurant, Leute. So, ich will... Warte, bevor wir losfahren. Okay, links ist der Feuerlöscher, hier in der Mitte ist der Schraubenschlüssel und rechts ist der Besen. Ja. Das hat mich gerade... War das die Explosionsschrotflinte? Ich habe nicht drauf geachtet. Ja. Schieß mal nach oben, damit ich auch reinzoomen kann. Junge. Okay, ich will sehen, dass die Schaden macht. Kai, wie sieht denn durchdringende Laser aus? Ich hab diesmal den Laser nicht. Ich hab den Laser. Alter. Was machst du da? Es ist ein paar Wochen her, ich muss in die Steuerung reinkommen. Guck mal, wir haben direkt was gefunden. Juhu. Ich musste erstmal wieder rausfinden, wie ich die Schrotflinte abschieße. Ja, same. Oh, warte, welchen Roboter nehmen wir mit? Ich komme nicht durch die Tür. Ich seh die Tür nicht. Ich glaube, mehr. Die Entscheidung hat uns Kai gerade abgenommen. Kai ist rot. Ich bin es gewohnt, dass du Spieler 3 bist, Kai. Ich habe mich verdrückt. Ich wollte eigentlich Viereck drücken, um zu... du musst Dreieck drücken. Was das genau ist, ja. Das ist dann auch aufgefallen. Naja, wir haben 100 Schrauben. Nehmen wir halt keinen Roboter mit. Wir schaffen es auch ohne Botti. Ich glaube, der Roboter wäre auch. Ich glaube, der Schraubi wäre hier auch richtig gut, weil er durch die Dinger durch kann. Ich weiß halt nicht, ob er die Teleporter benutzen kann, das ist das Ding. Nee, der hat diese Röhren, wo er durchgeht. Das hat er auch schon vorher immer gemacht. Stimmt, die gibt's ja auch noch.
Och nö, nicht die hässlichen schon wieder. Irgendwie habe ich mir den Schaden von der Explosionsschrotflinte größer vorgestellt. Der hat auch einen Laser. Nein, wir haben einen Virenbefall, Leute. Hilfe! Ich kann nicht drehen! Im Übrigen, laut Update kommen die Gegner jetzt auch immer in Gruppen. Das heißt, es wird noch spaßiger als vorher. Ja genau, einer kann sich mal gut eben kurz darum kümmern. Wir sind in dem Schneckentempo reingeraten. Oh, guck mal, der Boss vom letzten Mal ist jetzt ein normaler Gegner. Warte mal, warum schmeißt eigentlich keiner eben kurz mal dieses 100er Ding da rein? Wir hätten dann 100 Schrauben mehr. Weil ich mich gerade eher darum kümmere, das Schiff wieder zum Laufen zu kriegen. Ja, kannst ja danach Zeug reinwerfen. Kai, ich brauche einen Weg. So, du musst mal ganz kurz verteidigen. Ich werfe mal kurz das 100er Ding für die Kiste rein. Und warte, streich mal eben kurz den Hund. Dann kann ich hier endlich weg. So, da müsste irgendein Turret für dich drin sein. Das Fenster geht auf. Was ist denn das für ein neues Schiff? Und tot! Oh, wir sind tot. Das ist schlecht. Wenn man einen Monat nicht gespielt hat, ne? Moment, das ist gerade nicht passiert. Die Vergangenheit, die Zukunft wird zur Vergangenheit. Können wir jetzt. Wir können doch, glaube ich, jetzt vom Prinzip her nochmal da oben aufsammeln. Wenn da ein Zeug in dem Ding drin ist und gerade kein Gegner da ist, sollte irgendwer das Ding immer leeren. Und die sollte man nicht kaputt machen, während man in der Nähe steht. Hä? Hat das Ding gerade nach uns geschossen? Ja. Ich kann ihm nicht mehr schaden. Ja, das Ding kann man auch mal nur angreifen, wenn es rausguckt. Das war ein neuer Gegner auf jeden Fall. Mine. Oh, das klappt durch die Wand. Du konntest durch die Wand schießen, Kai. Was ist das denn für eine Armee? Das sind die Gruppen. Das war das neue Feature, Leute. Oh, die droppen dafür aber auch was. Ja, siehst du, die sind sehr rewarding. Also die droppen auch immer auf was Gutes. Genau, kümmert ihr euch um den einzelnen Typen? Ich leere das Ding mal eben. Wer will? Wer will ein Torpedo haben? Ich. Da ist schon wieder eine Gruppe. Ich glaube, gegen Gruppen solltest du immer auf den Laser gehen, Sunny. Sunny! Ich wollte auf ihn zielen. Das Schiff ist nur das Schiff in den Weg geflogen. Feuer! Zieh mal lieber auf die Gruppe da unten. Du hast schon so einen Durchschläger. Ziel auf die Gruppen. Muss kann sich aber um die Einzelnen kümmern, die hier rumrennen. Er macht das ganz gut. Sehr schön. So, Schnittentempo. Wenn wir langsam sind, sind sie doch auch langsam. Okay, einer muss sich mal dringend um das Schiff kümmern. Ich habe zumindest mal eben kurz das Feuer gelöscht. Nein. Sunny, da war doch was. Mit dem Feuerlöscher kannst du das leichter wegmachen. Ja, aber in dem Moment ging das Eis vom Feuerlöscher weg. So, wenn der ein Roboter ist, nehmen wir den Roboter mit. Hä? Ach, wir sind wieder bei den Katzen. Wir haben aber leider nicht das Geld. Aber wir können ja deren Zeug mopsen. Ja, die schießen auf uns. Die haben die Tür kaputt gemacht. Nein, der Korb ist intelligent. Ach stimmt, das war ja der Nachteil auch von dem Schiff, ne? Dass es geringen Laderaum hat. Hm. Aber ich finde das mit den getrennten Räumen, das ist sehr gut bei dem Schiff.
Dann kann das weniger Feuer fangen. Warum? Warum bist du da? Warum existierst du? Ja genau, Kai, du machst das. Ich hätte gern diesen... Lassen. Ich wollte gerade sagen, ich hätte gern diesen Explosionsschutz. Das wäre sehr hilfreich, dann springe ich uns nicht jedes Mal selber in die Luft, wenn ich auf kurze Distanz mit der Schrotflinte draufballer. Das Schiff ist auch ein bisschen dicker als die anderen. Oh, guck mal, noch mehr Katzen! Da hatten wir, da war doch der erste Roboter drin. Nee, die Map generiert sich ja neu, meine ich. So, wartet, nicht instant drücken. Oh, was ist der da links? Den links, den hatten wir noch nicht, was ist das? Staubi, geht auf Patrouille und putzt den Boden. Na komm, nehmen wir mal mit, was Neues. Allein schon bei der Neues nehmen wir ihn mit. Okay? Okay. Vor allen Dingen, da müssen wir nicht putzen. Ja, der Virenbefall auf dem Boden, der stört ja bei der Bewegung. Ja. Und der gräbt uns ja so gesehen dann immer wieder mal was aus. So, wartet. Wir müssen halt instant drücken, sonst leert sich das Ding nicht. Die Überraschungsbox. Kai, du hast die Ehre. Ich deffe gerade. Mach dir ruhig. Oh, da war Geld drin. Guck mal, Staubi sieht auch noch so aus, als ob er Spaß bei seinem Job hat. Kai, einmal kurz oben. Moment, ich will zuerst den Laser da unten loswerden. Wo ist Staubi hin? Wurde Staubi rausgeblasen? Keine Ahnung, ich sehe ihn nicht mehr. Ich glaube, der hängt oben bei mir. Ja, der ist bei dir. Oh, guck mal, der gräbt uns gerade richtig viele Knochen aus. Guck mal, Staubi ist nützlich hier. Alter, holt der immer einen Knochen raus? Lass ihn das immer machen. Nein, wir wollen da doch nicht rein, Mann. Wir können gamblen gehen. Ja komm, einmal gamblen. Rechts wollen wir haben. Ja, nee, ist klar. Wollen wir den? Ich glaube, es ist der, ja. Aber nicht sicher. Wie suche ich denn was aus? Ja, was haben wir da überhaupt? Warte. Hallo, schmeiß es doch nicht weg. Zweite Chance, oh. Wir haben eine zweite Chance geholt, Leute. Das Gelben hat sich gelohnt. Sagt nie wieder, Gelben lohnt sich nicht, Leute. Seid ihr auf uns gewartet? Ich glaube, das Ding musst du dem einmal verfüttern. Mach das mal. Nein. Ja, guck, wir haben gerade ein Herz bekommen. Ich hau da einfach ab, da sind mir gerade so viele. Wo ist unser Putzi, wenn ich überhaupt brauche? Der arbeitet rechts, glaube ich. Ja, guck mal, wie viel Dreck da ist. Der ist am Arbeiten. Oder er wurde rausgesogen. Irgendwann. Ja, das würde man ja auf der Karte sehen. Keine Ahnung, wo der ist. Der hat Mittagspause. Ja, wenn nicht, wenn hier so viel liegt. Guck, da war doch was, oder? Nee. Ich guck mal, vielleicht steckt er gerade wirklich hier drin. Nee. Wo ist Staubi hin? Leute? Wer von euch hat Staubi verfüttert? Ich weiß nicht, ich sitze nur in meiner Kanone. Ich auch nicht. Wir können uns auf jeden Fall die Kiste jetzt endlich gönnen. Staubi ist weg. Da ist irgendein Modul, kannst du ja ranpacken. Kannst du auch hier in die Mitte packen, ruhig. Ja, guck, dann kann ich wenigstens auch Schaden machen. Jetzt bin ich ein Rambock. Ich werde das so ausleben. Das dachte ich mir. Rambock! Ich werde mal sehen, wie viel Schaden mache ich jetzt überhaupt mit Rambock. Muss ich eine Taste dafür drücken?
Nein, das machst du, glaube ich, einfach so. Wenn du irgendwo rein. Möchtest du mal aufschießen? Ich dachte, du wolltest das jetzt auframmen. Ach so, nee, das Rammen wollte ich bei einem Gegner ausprobieren. Warte. Lass mich den rammen. Tot. Oh, ich mach denen schon gut Schaden. Das ist so ordentlicher Schaden. Ist ungefähr, was eine deiner Patronen macht. Also klar, ich mach nicht mal ansatzweise so viel Schaden wie du. Wieso? Wieso bist du so oft in einem engen Raum? Da will man nicht. Ich komme in die Steuerung wieder rein. Zani hat gerade einen Fulltime-Job. Ja, schon irgendwie. Wir bräuchten einen vierten Mann. Eigentlich schon. Der sich nur um das Schiff kümmert. Damit zwei wenigstens schiefen können. Vielleicht holen wir uns für Ebene 3 einen weiteren Mann dazu. Da ist nichts, also gehen wir weiter. Ich ramm dich weg. Ich ramm dich weg. Worth it. Aber mich würde echt interessieren, wann Staubi rausgeflogen ist. Also ich werde es auf der Aufnahme sehen, aber ich werde mich wahrscheinlich aufregen, weil es irgendwie dumm ist, wie er wahrscheinlich rausgeflogen ist. Sunny, wir helfen dir sofort. Ja, die Hilfe wäre nötig. Im Übrigen, wenn ich so an die Explosionsschrotflinte denke, brauchen wir den Mörser wirklich? Also den Torpedo? Ich finde die Schrotflinte in Explosiv ist wesentlich effektiver. Wir können ihn ja erstmal aufbewahren. Ja, wenn wir es besser mitbekommen, können wir den ja austauschen. Genau, eventuell wird er nochmal nützlich, wenn wir... So, hier sind nur 5 Sachen zum Erkunden. Die Gänge hier sind zu eng. Okay, instant den Ausgang gefunden. Und der ist nicht mal versperrt. Hallo, wo sind die Gegner? Da sind sie. Ich habe ja nach ihnen gefragt. Sunny, Gruppen, da ist Laser besser. Du musstest es auch so unbedingt erwähnen, ne? Ich hab's gejinxt. Ja, er musste sie unbedingt hervorreden. Ja. Ah, Caesar, wir können zwar nichts leisten, aber wir können dir mal nachgucken. Oh, was haben wir hier denn Schönes? Das Hamsterrad? Mein bester Freund! Drohnengeschütz. Ah, das ist das neue Ding. Oh! Ja, das ist ein neues, meine ich. Oder zumindest hatten wir das noch nicht. Wie viel kostet das? 240. 240, das ist einiges. Schickt eine kontrollierbare Drohne aus, die automatisch aufs Ziel schießt und dann explodiert. Ich hätte das Ding so gern, aber es kostet 240. Klingt nach dem neuen Teil. Warte, ich mach mal Pause und guck mal eben kurz nach, wie das heißt. Big Space Gun heißt die neue und mein Launcher. Nein, die ist alt, die Waffe. Wir hatten sie bisher nur noch nie gesehen. So, ich fliege mal nach rechts, weil da ist noch ein Gebiet, wo wir noch nicht waren. Oh, du kannst sogar durch das Ding hindurch schießen. Natürlich, ja. Durchdringender Laser. Ja, du kannst dich fertig machen, bevor sie zu uns kommen. Da ist Name wirklich Programm. Käse! Was haben wir denn hier schon wieder gefunden? Das sieht aus wie so eine Forschungsstation. Meint ihr nicht auch, Leute? Vielleicht erstmal hier aufräumen. Ach was, wie kommst du denn auf die Idee? Ja, Jackpot von einem! Juhu! Ey, das spawnt Feinde! Ja, die spawnen natürlich irgendwann wieder, ne? Nicht cool, Alter. Gar nicht cool. Vor allen Dingen, warte mal, ich will mal kurz gucken, versperrt ihr das Bild? Nee. Ey, guckt euch das Bild mal an. Kai, du hast bisher, glaube ich, noch keinen vorgelesen. Der gehört dir. Oh, hallo, Zweibeiner. Ich sitze in der Tinte und verliere langsam meinen Klebewillen.
Ich brauche etwas Pappiges wie Kleber, um mein Glas zu reparieren. Oder mein Chip, wie ihr es nennen würdet. Könnt ihr mir helfen? Ach, ist ja das komische Ding, was da rausragt? Ich glaube schon. Alter, das ist ja mal ultra geile Storyline. Vor allem wegen der Narbe. Ach, guck mal, da ist es, glaube ich, sogar schon. Guck mal, der Kleber kommt zu uns. Das ist ja nett. Bring mir den Kleberzauber, Miller. Das ist so weird. Die Tür geht gerade kaputt. Ja, genau das habe ich befürchtet. Ja, aber erstmal den Dicken loswerden. Ich glaube, das sind die Pillen, die wir verloren haben unterwegs. Nee, eine ist vom Enemy gespawnt. So, wir können ihm direkt den Kleber geben. Was kriegen wir dafür? Geil. Dann machen wir das. Das sieht total klebrig aus. Vielen Dank. Oh, kriegen Zeug. Ich will wissen, was wir bekommen haben. Sunny, nimm doch mal bitte den Besen mit, wenn du schon von da drüben kommst. Du siehst den Dreck. Was haben wir da bekommen? Schrottbitkotti. Immer wenn du Müll aufhebst, wird er automatisch verschrottet. Rein damit. Der verwertet jetzt automatisch. Wie geil ist das denn? Warte mal, wir testen das. Ich schmeiß das hier jetzt mal absichtlich raus. Und sammle das wieder ein. Das müsste doch jetzt dann automatisch bei dem Schrotti-Hundi landen, oder? Jo. Ja, guck mal. Praktisch. Wir müssen das Ding nicht mal leeren. Na gut, außer für Geschütz und so weiter. Ja, und für die Pillen. Pillen. Ja, jetzt können wir auch sicher sein, dass da immer nur Pillen drin sind. Oder neue Geschütze. Ich finde das ultra gut, was wir gerade bekommen haben. Oh ja, das ist echt geil. Der hat uns unser Leben 10-mal leichter gemacht. Oh, um Gottes Willen. Kai. Ich arbeite dran. Wir haben neue Freunde. Der Laser ist so geil. Ey, der Laser ist bisher die im Abstand heftigste Waffe. Und was die Explosionswaffen angeht, ich liebe die neue Schroflinte, die wir hier haben. Oh, wir kriegen was. Leute. Was werden wir diesmal mitnehmen? Wieder ein Staubi, der einfach verschwindet? Warte, was haben wir? Scharfschütze? Oh ja, Autogeschütz. Wir nehmen mal Scharfschütze. Ein präzises zielendes Geschütz mit großer Reichweite. Okay. Packt man den Torpedo gleich weg, dann packen wir das mal dran. Das ist eine neue Waffe. Juhu, ich darf snipen. Hoffentlich macht das... Vor allen Dingen, wir müssen, glaube ich, die Sachen, die wir jetzt gerade reingepackt haben, nicht mal verwerten. Die werden, glaube ich, auch direkt verwertet. Oder sind die jetzt im Schiff? Ne, die sind verwertet worden. So, warte mal, hol schon mal das Torpedo runter. Dafür brauchst du ja... Ich bring dir das Scharfschützending. Dann kannst du direkt ausprobieren. So, nimm mal weg. Warte, einmal will ich selber schießen, okay? Das ist ein Lasergewehr. Laserscharfschütze. Okay, viel Spaß, Sunny. Yeah! Ich sehe schon, dass Kai dich gleich einmal verdrängt, weil er das auch haben will. Dann hoffen wir mal, dass er genug Aim dafür hat. So, ich will... warte, Sunny, triff du jetzt einmal bitte. Du musst treffen. Na, niemand hat sich wegbewegt. Ist der auch durchdringend? Ja. Okay, dafür musst du aber ultra genau treffen. Das heißt, wenn du da mit zielt, darf ich mich nicht drehen. Aber er macht ordentlich Schaden. Und er hat einen relativ langen Cooldown. Alter. Vor allen Dingen, das ist ja nur das normale Scharfschützengewehr, ne? Stell dich mal vor, die aufgebesserten Versionen. Ich glaube, wenn du das einfrierst, kommen die Knochen raus. Oh, Challenge, Leute. Warte, ich warte, bis jeder an seinem... Okay. Ich wollte noch umdrehen. Ein neuer Charakter! Der will ein Vogel werden. Kaboom! 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 Das ist halt sogar echt passend. Ey, warte mal, kann irgendwer so eine richtig krätzige Stimme? Hilfe, sie haben mich hier eingesperrt.
Wow. Und dafür habe ich mir jetzt 2 Minuten gewartet, bis Sunny seinen Spruch von sich gibt. Ich versuche einfach nur die Kiste da oben zu holen. Nee, ich nehme, glaube ich, hier für den Laser. Das sind relativ viele. Bei vielen ist der Laser gut, bei einzelnen würde ich immer auf das Scharfschützengewehr gehen, weil das auch Ultraschaden macht. Eigentlich wäre es sogar geiler gewesen, wenn das bei Kai irgendwie drüben gesessen hätte. Dann hätte er eine Zweitoption, falls er mal genau schießen muss. Wir können es ja tauschen. Nee, der hat ja das Schrotti-Biscotti-Ding bei sich drüben. Ja, das, wie gesagt, wir können ja tauschen. Dann nehme ich das Schrotti-Ding rüber und er nimmt das Scharfschützengewehr. Oh, schon fertig? Ja, das war keine lange Herausforderung. Das ging zügig. Das ist ja alles ganz cool, aber ich bin immer noch eingesperrt. Komm runter, befrei mich. Wer will Rico werden? Pinguin aus Madagaskar. Ich! Kabum, kabum, kabum! Da muss aber auch irgendwas Explosives nehmen. Kurz vorher nochmal. Oh, danke, das nehmen wir. Wir haben einen weiteren Schraubenschlüssel. Cool. Ich glaube, den können wir auch gerade gut gebrauchen. Ja. Warte, erst Fenster zu, dann mache ich auf. Sunny, geh mal ans Geschütz und verteidige uns irgendwie. Oh Gott, ich sehe es gerade. Wir brauchen nur noch 5, ne? Dann können wir uns dieses Drohnengeschütz... Dafür würde ich dann sogar tatsächlich den Rambock wegwerfen, weil der ist nicht so geil. Wie soll ich da durchkommen? Ich pass da nicht durch, Leute. Ich pass da nicht... Okay, sie haben mich durchgeschoben. Ich pass doch durch. Alter, wie viel KMH hat das Ding? Okay, Leute, wir haben das Geld. Tschüss. Ich habe gehört, wir gönnen uns jetzt ein Drohnengeschütz. Klingt gut. Au ab. Ich habe unser Leben riskiert, um das hier zu kaufen. Ich würde aber sagen, wir packen das dran, wenn wir in der Anomalie sind. Ja. Ist wahrscheinlich besser. Oh. Kai. Das nächste Mal Hand vor den Mund. Ich weiß, ich hab da ordentlich zugerotzt. Sunny, komm mal mit dem Schraubenschlüssel her. Ich komm mit dem blauen. Ja, ich würde sagen, wir haben noch 2. Ich hab ihn doch aus Versehen fallen gelassen. Kannst du dann wenigstens mit dem Besen rüberkommen, wenn du da drüben fertig bist? Klar. So, warte mal. Kai, kommst du mit dem Schraubenschlüssel mit rüber? Ach, nee, warte, nicht darüber. Ja, ich wollte den in der Mitte hinmachen, stimmt. So, das Ding fand ich absolut unnütz. So, wer will gleich mit Drohnen schießen? Ich will. Meine. Jetzt hast du aber hier Schrotflinte da und da das Drohnengeschütz. Es wäre viel besser, wenn der Schrotti bis Kotti in der Mitte gewesen wäre. Das können wir ja noch umändern. Nein, nein, wenn du da mit dem Schraubenschlüssel auf ein Upgrade drauf hast, dann ist es weg. Man kann die nur einmal dran packen, aber nicht wieder wegmachen. Stimmt, aber. Und austauschen. Das geht nicht. So, Drohnengeschütz im Einsatz. Goosebumps. Ist das jetzt der Boss? Nee. Dann schieß mal. Unser mittleres Geschütz ist das neue Geschütz, was wir haben. Schieß mal nach vorne. Es hieß, das kann man steuern. Kannst du schießen? Nee, das tut sie automatisch. Okay. Was passiert, wenn ich reinfahre? Explodiert die, wenn die in uns reinrast? Ja. Ja. Ja, tut sie. Ich habe nichts anderes erwartet. Ich auch nicht, aber ich wollte es trotzdem wissen. Warum? Okay, und du musst aufpassen, wo du langfährst, dass die Drohne nicht direkt mit uns reinraust. Okay, warte. Reagiert das auch? Ach, du kannst das Ding triggern damit. Ich bin da nämlich nicht reingefahren. Oh Gott, der spawnt direkt in uns. Um Gottes Willen, guck mal, wie schnell die Drohne schießt. Aber die hält nichts aus. Geh auf den Laser, das sind so viele. Leute? Leute? Ich brauch einen Durchgang. Der da unten rechts, das ist ein neuer Gegner, oder?
Ihr macht das, ne? Wir kriegen das schon hin. Wir müssen nur ein Stück näher kommen. Ja, ich habe gerade das Fenster repariert. Ach komm. Gut, Miniboss, der hält ein bisschen was aus. Aber gegen unsere Schrotflinte kann er trotzdem nichts machen. Ich glaube, das ist ein Schildgenerator der eine gewesen. Weil einer von denen hat ja ein Schild auf sich drauf. Möglich. Ich versuche in einen guten Winkel für deinen Laser zu fliegen, ne? Ich kann es dir aber nicht versprechen, dass es klappt. Herausforderung geschafft! Was kriegen wir? Geld, Ruhm und Ehre? Käse. Käse. Genauso gut. Ja, der unnütze Kram wird ja instant verwertet, was ja mittlerweile gut ist. Das erspart uns einiges an Arbeit. Dieses Schrotti-Ding, das hätte ich gerne bei jedem Run. Das kommt dann aber in die Mitte beim nächsten Mal. Okay, die Drohne ist echt anstrengend zu steuern, weil sie so schnell ist. Vor allem die Explosion macht kaum Schaden. Außer an uns. Aber dafür schießt sie auch sehr schnell, ne? Ich habe die Drohne verloren. Warum ist ständig irgendein Rotz im Weg? Ich muss gleich mal bei mir wieder im Abteil putzen. Ich hab wieder rumgerotzt. Mensch, Kai. Och, Kai. Benutzt doch wenigstens ein Taschentuch. Ich geh jetzt erstmal auf den Kackenmörser. Auf die Schrotflinte. Das ist mir eindeutig zu viel mit der Drohne. Die Drohne ist gut gegen Einzelgegner, aber nicht gegen Gruppen offenbar. Den kann ich rammen. Hilfe. Die haben uns gerade von allen Seiten festgehalten. Ich konnte nicht weg. Kai, kannst du einmal an die Schrotflinte gehen? Da ist ein Geschenk für uns. Ja. Obwohl, ist da überhaupt was drin? Wir würden sonst nur einen Gegner befreien. Ja, das Käse. Der fliegt mal ein Stück von der Wand weg. Ich will uns nicht selber noch in die Luft jagen damit. Okay, da ist der Schlüssel. Oh, das ist Schau! Die Entscheidung fiel mir auf einmal ganz leicht, wo ich hinflieg. Hol mal eben kurz den Schlüssel. Unten rechts muss ja offenbar der Weg sein. Hey! Ich bin doch schon dran. Mensch. Ich wollte nur verhindern, dass alles rausgesucht wird. Mann, wir haben mittlerweile richtig viele Fans, kriegen sie aber auch recht schnell tot. Hallo? Ich wollte gerade fragen, warum schießt der nicht auf uns? So, jetzt ist hier frei. Kai? Passt schon. Da drin ist offenbar auch noch eine Kiste. Na gut, war bisher immer so, ne, dass da was drin war. Neues Geschütz und so weiter ist aber leider immer nur in denen, wo man was ausgeben muss. Wir haben gleich wieder 100 und da oben war so ein... Da sind noch mehr Kisten irgendwo. Ja, das sind ja die, wo du was ausgeben musst. Wir haben ja gleich die 100 auch voll schon wieder. So, was kriegen wir Schönes? Bin gespannt, was da jetzt Schönes bei rauskam. Eine Überraschungsbox! Und dann kann man die abstellen. Und der normal... Laser. Hat die gerade einfach nur ein Feuer gezündet? Ja. Das kann da auch rauskommen? Das genügt ein Funke. Ey, jetzt kommt da auch noch ein Feuerwerkskörper raus. Leute, ich muss leider abnehmen. Ey, auch von der Seite komme ich nicht durch. Ich bin zu fett. Über dieses Bodyshaping für Raumschiffe. Ja, was soll man denn machen, wenn hier alles so eng ist?
die haben jetzt auch was Optisches drauf, das ist mir gar nicht aufgefallen, die so einen Booster drauf haben. Das war vorher nicht. Hm? Ja, dass die, beispielsweise bei der Schrotflinte, die leuchtet so rot, das ist mir gar nicht aufgefallen. Ach so. Die haben jetzt was Optisches, die eine Verbesserung haben. Ich glaube, wir sind beim Boss so langsam. Ja, würde mich auch nicht wundern, wenn wir bald da sind. Gugun Zuhau. Nee, eine Ebene ist es noch. Gugun Zuhau. Einfach weiter. Was bist du denn? Es gibt Gas, Leute! Es gibt Gas! Hallo, machst du auch irgendwas? Anscheinend nicht. Es guckt uns nur an. Hä? Es hat sich wegteleportiert. Hallo? Bist du jetzt wieder hier oben? Das müssen wir wahrscheinlich mit sehr viel Schaden schnell wegbomben, bevor es sich wegporten kann. Das gibt wahrscheinlich sehr viel Belohnung. Wahrscheinlich. Nein, ich bin weg. So eine Art Schatzschiff oder Plündererschiff oder was. Es hat zumindest ja nicht angegriffen, also ich gehe mit Kais Theorie. Oh, schade, ich wollte ihn durch die Wand erlegen. Muss gegen meine Fettleibigkeit ankämpfen. Oh Gott. Wenn du uns zerstören willst, dann sag es, dann feuer ich nur das. Ich wollte da unten nicht lang, da war dieses hässliche, ekelhafte Ding. Wir haben ja Sunny zum Reparieren. Wir haben ja Sunny zum Reparieren. Alles ist gut. Aber redest von Raumschiff-Shaming. Ich hab nicht das Raumschiff geschämt, ich hab diese komische, ekelhafte Mine, die da ganze Giftgas versprüht, geschämt. Ja, nicht viel besser. Oh! Große Kiste. Ich glaube, wir müssen hier erst alle. Ja, wir brauchen einen weiteren Schlüssel dafür. Genau, machen wir da links frei. Warum sind beide Schlüssel beieinander? Oh, jetzt stehen die schön beieinander. Mach da unten bloß nicht auf. Zumindest nicht, bis hier frei ist. Wir haben schon wieder ein kaputtes Fenster, Leute. Oh, von denen hat das irgendwie einer geöffnet. Es kann natürlich auch sein, dass ich das war, weil der die Explosionsschutz. Nee, guck, da ist so ein explosiver frei. Typ. Der hat ja auch explosive Geschosse. Och nö, geh doch weg. Ja, du. Hä? Oh, Entschuldigung. Ach, keine Absicht. Hast du mir meine Kanone und der Hintern weggebaut? Entschuldigung. Hattet ihr deine Kanone genommen? Ich hab's nicht mitbekommen. Ich wollte eigentlich nur reparieren. Das war so nicht geplant. Erstmal Kai entwaffnen. Du bist ein Genius. Du hast den Hintern weggebaut. Ich mach mal deine Rotze weg hier, ne? Ja, ja. Ich geh mal kurz beiseite, genau, damit du dich erst um den kümmern kannst. Nee, nicht erstmal den Schlüssel frei, dann kann ich weiterfliegen. Der Typ hat den Schlüssel, der da oben. Danke, ich kann weg. Mensch, Kai. Du kriegst von mir zu Weihnachten eine neue Tempus-Packung, okay? Gleich den ganzen Warum ist da was? Ich wollte da durch, dann ist da so ein Rotzding. So, der Schlüssel ist schon mal abgeliefert. Also das Scharfschützengewehr finde ich aber eigentlich auch ganz gut. Wenn man so genau treffen muss. So, wieder irgendwas Spezielles. Weg hier. So, dann gucken wir mal, was wir da Neues Schönes haben. Aha, eine Pille. Noch eine Pille. Oh, noch eine Pille. Oh, guck mal, eine Pille. Ja, die Pille, die kannte ich noch nicht. So, das hier ist das Neue. Deine Werkzeuge gehen nicht mehr kaputt. Interessant.
Und jedes Mal, wenn man Gegner erledigt, erhältst du Geld. Das war, meine ich, nicht so geil. Also klar, hier mit diesen riesigen Gruppen könnte das was sein, aber was meint ihr, Leute? Ich glaube nicht, dass es sich lohnt. Glaube ich auch nicht, ne. Wir können es ja einmal aufbauen, einfach nur damit mal gesehen haben. Die beste Werkzeugkiste aufgebaut. Weil man muss die Dinge auch einmal aufbauen, damit die registriert sind. So, hau drauf. Guck, dann siehst du auch, dass die weg sind danach. Wir haben richtig viele Pillen. Das ist sehr gut, weil wir jetzt zum Boss kommen. Ihr habt 4 Waffen zur Verfügung, Leute. Ich vertraue auf euch. Ihr habt ein Scharfschützengewehr, ihr habt Drohnen, ihr habt eine explosive Schrotflinte und ihr habt ein Lasergewehr. Have fun. Kriegen wir schon hin. Kommt natürlich jetzt drauf an, was der Boss kann. Toxic Dad. Oh Mann, immer diese toxischen Gegner. Kai! Wollt die Drohne schon mal vorausschicken, ne? Fliegt sie weiter? Nee. Dieser Plünderer hat sicher auch schon einmal besser ausgesehen. Oh, guck nicht, ich Buddy shame die. Sieht so aus, als wäre sein ganzer Körper befallen. Die Dinger ja. Links und rechts sehen auch interessant aus. Der hat 4 Geschütze. Ach, ich bin grün. Okay, ich muss auf jeden Fall in Kreisen fliegen. In großen Kreisen. Macht erst das Ding rechts kaputt, das ja. Macht denen irgendein Schild. Das gibt denen irgendein Schild. Wir können den auch nicht kaputt machen, wir müssen das Ding da unten erst zerstören. Da, auf den da müsst ihr ziehen. Bleibt mal kurz an Ort und Stelle, damit ihr den kaputt machen könnt. So, als nächstes den da. Ich helfe mit. So, nur noch der da. Dann ist es nur noch der Große. Den Großen kann ich richtig easy ausweichen. Oh, der steht gerade perfekt für den Laser. Warte. Ich kann gerade nichts tun. Ich muss das Kabel umstecken. So, ich stelle mich mal hier hin und schmeiß einfach die Pillen rein. Wir haben ja mehr als genügend. Der hat wieder ein Schild. Ihr macht das. Fanny, ich geh dich mal löschen. Jojo. Feuer ist immer doof. Ich lass den mal hier. Vielleicht brauchst du den ja nochmal. Oh Gottes Willen, der hat jetzt so eine Schleimspur. Ja, das war fast Geschichte. Ach komm schon. Ach komm schon! Der blaue Schild, der heilt. Der blaue Schild heilt. Mach den zuerst kaputt. Der heilt den Boss. Ich konnte eine Pille retten. Ja, die brauchen wir jetzt auch. Oh, wir brauchen sie nicht mehr. Ja, wir haben es geschafft, Leute. Oh, seine Energiekapseln sind unversehrt. Perfekt. Dankeschön. Und danke, dass du es mir nachmachst und dir einfach ein bisschen piesackst, die Gegner. Kai? Ja, bin ja schon dabei. So, ich schmeiß die jetzt einfach mal rein. Gucken, was noch übrig bleibt. Ich würde das... ja, mach das mal weg. Wir können dann eventuell noch ein bisschen Schrauben für das nächste Level schon mal zusammenbasteln. Ja, das war nötig zum Ende. Du wolltest unbedingt nochmal mit der Mine reinknallen. Ich wollte sie nochmal schießen. Alter, wir haben eine Stunde gebraucht. Es wird halt wirklich immer länger. Mit dem Kopf durch die Wand, 70 Zusammenschüsse mit der Umgebung habe ich geschafft. 1038 Gegner mit dem Laser getroffen. Yeah! Alter Kai, du bist so schießwürdig. Ich glaube aber auch, dass bei Kai einfach die Drohne mit dazu zieht, die der Schuss in die Drohne abgibt. Entweder das zum einen und ich glaube, dass jedes Geschoss bei der Schrotflinte einzeln zählt. Ja.
3000. Aber trotzdem genial. Alter Kai. Ich bin super schießig. So, warte mal. Wir gucken jetzt mal eben kurz die verschiedene Version von Drohne und dem anderen Ding an. Ich bin ja jetzt echt gespannt. Ich will die verschiedene Version vom Scharfschützengewehr sehen. Warte, also, Scharfschützengewehr? Nee, hier nicht. Da war's doch. Wo? Nee, da oben ist es. Ja, das war ja das gerade. Scharfschütze, so, warte. Geschütz, Mörser, Laserstrahl. Es gibt den durchdringenden Scharfschützen, also war doch nicht durchdringend offenbar, Flummi und Verteidigungsscharfschütze. Okay, und wo ist der Drohnenwerfer? Ich würde wahrscheinlich hier am ehesten für den Flummi gehen. Warte, wo ist das Drohnending? Hauptsteller, Seifengeschütz, Laserstrahl, Mörsergeschütz, Scharfschütze, Torpedo, Schrotflinte. Hamsterrad Seifengeschütz nicht da. Hä? Aber das haben wir doch eindeutig gehabt. So, wollen wir dann fürs nächste Mal auf jeden Fall hier und das Verteidigungsscharfschützen-Ding mitnehmen? Wir können zwei Waffen mitnehmen. Ich weiß nicht, das musst du halt echt genau zielen, ne? Ich wäre wahrscheinlich eher bei dem anderen Scharfschützen. Einfach nur, damit wir irgendwas Explosives haben, nehme ich das hier mal mit. Ich wäre wahrscheinlich eher bei dem Flummi. Ja, das Flummi-Ding, da musst du nicht genau treffen. Nimm dir das Flummi-Scharfschützen-Ding mit, dann hast du noch Bande zur Verfügung. So, wir haben das und das. Aber halt nur einmal, ne? Wenn ich das jetzt gelesen habe. Ja gut, Leute. Das war's auf jeden Fall für heute mit We Are Screwed. Wir nehmen jetzt noch die letzte Folge auf vorerst. Wir haben noch ein Gebiet vor uns, das kann ich euch ja zeigen. Danach kommt halt das dritte Gebiet, was noch nicht fertig ist. Das ist noch ein Work in Progress. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch ein Abo und ein Like da. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao, Leute.